Hallo und herzlich willkommen wieder bei EP13 und hier ist der Baller 158. Ja, liebe Freunde, es muss ja jetzt endlich mal auch ein bisschen weitergehen mit unserer Bastelstube, mit der Anlage. Das heißt also, wir müssen das, was wir jetzt zusammengebaut haben hier, wo wir uns ausprobiert haben, mit der Kohleverladung, das alles muss jetzt eingebaut werden in unsere Bastelstube. Das heißt, wir brauchen hier unser Schaltauto für die Freischaltung der einzelnen Waggons und natürlich unseren Zähler. Und hier diese Strecke, die Schaltstrecke, die müssen wir dann natürlich auch aufbauen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal hier ran. Okay. So, hier sind wir jetzt wieder in unserer guten Anlage. Und da wollen wir das jetzt natürlich so machen, dass das alles hier wunderbar reinpasst. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zusehen, was wir hier beim letzten Mal in der Anlage fabriziert haben. Und das waren ja diese zusätzlichen Schaltungen, die wir hier eingebaut haben. Und die müssen jetzt erstmal weg. Ja. Denn das soll ja nun nicht mehr sein. Das waren ja so die ersten Versuche hier. Also, das heißt hier, diese ganze Geschichte wegnehmen. Jetzt müssen wir aber erstmal abtauchen, ja, dass wir sehen, was wir hier überhaupt, wo wir das hier überhaupt haben. So, erstmal die Fahrzeuge weg. Hier sind wir schon unten drin, genau. Die Schaltfahrzeuge runter hier. Das auch gleich alles wegnehmen hier. Denn das brauchen wir alles nicht mehr hier. Das kann alles weg. Wir werden, können aber gleich den Ehen stehen lassen nachher für unseren Kleinen hier. So, die Signale auch weg hier. Das erstmal alles weg. Dass wir nie durcheinander kommen, ja. Denn ansonsten gibt es nachher eine Katastrophe. Ich habe jetzt schon Befürchtung, die andere, die ist ja so riesig geworden. Wir haben hier so viel eigentlich gemacht, dass man da schon langsam und allmählich Probleme bekommt. Was ist denn das hier? Achso, das ist der Kahn. Dass man da schon langsam und allmählich Probleme bekommt, hier das überhaupt alles noch so auf der Reihe zu halten. Ja. So, das werden wir stehen lassen. Ja, lassen wir ruhig die Beine stehen. Das nehmen wir dann nämlich gleich für unser Schaltauto hier. Das heißt, wir bauen hier gleich erstmal, wir brauchen noch eine zweite hier nehmen. Genau. Und da werden wir dann nämlich, das ist das Stück, ja. So, und da werden wir dann den Zähler aufsetzen. Und dann haben wir zumindest erstmal die erste Voraussetzung dafür. So, machen wir das links daneben. Dann liegt das auch auf 15 Meter. Und hier brauchen wir ja wirklich nur ein kleines Stück hier. Da soll ja nur der Zähler aufgesetzt werden, mehr nicht. Also reicht das aus, dass wir hier 5 Meter nehmen hier oder 10 Meter. Das ist eigentlich egal. Gut, so. Den werden wir mal ein bisschen weiter hier packen. Und das sollte dann genügen. Das wäre die Geschichte. Und gleich den Zähler. Und da hatten wir ja den kleinen Zähler genommen hier, der nur bis 5 hingeht hier. Wo haben wir? Ja, das müsste sein. Genau, und der hat ja nur die 6 Schalterstellungen hier und damit können wir den sofort erstmal hier raufbringen. So, in welche Richtung der eigentlich steht, ist uns egal. Nachher nur zur Kontrolle werden wir mal lieber andersrum legen. Mal sehen, ob das geht hier. Ist ein bisschen doof jetzt hier. So, und jetzt den will ich haben hier. So, dann haben wir den so rum, dann guckt er nämlich nach vorn und dann kann man nämlich kontrollieren, ob das soweit auch hinhaut und funktioniert. Ja, die Lade, jetzt zeigt ihn doch ganz genau andersrum hier.
Die Ladezeiten, die sind jetzt natürlich schon langsam und allmählich hier enorm beim Umstellen. Jetzt irgendwie hängt er jetzt so ein bisschen hier. Gut. Ja, wir kommen irgendwie nicht mehr zurück jetzt. Ja. Das ist natürlich wieder Ansicht. Hier machen wir 2D-Fenster wieder rein. So, den nochmal umdrehen hier. So, jetzt sollte es so sein, dass wir den nach vorne haben hier. Ja, ihr seht schon, also ich habe die Befürchtung, allzu lange können wir unsere Anlage hier nicht mehr durchführen oder auffüllen noch weiter, weil wir haben ja schon massig an Schaltungen hier drin und irgendwie scheint es da langsam und allmählich in die Knie zu gehen, ja, alles. Okay, das wäre das erstmal. Dann brauchen wir hier 2 Signale noch. Und zwar, da könnten wir, na, wir nehmen mal vorsichtshalber ruhig unsichtbare Signale. Nicht, dass die nachher uns oben vorgucken, ja. So, mal gucken, wo sind sie denn, ja. Haben wir die nicht hier mit bei? Doch, hier müssen sie doch mit bei sein. Unsichtbare Signale, da sind sie doch her. Mal die einfachen, das reicht aus. Einmal hier hin. Machen wir das natürlich auch wieder in der Richtung, dass wir das alles kontrollieren können. So, das reicht aus. Und dann nochmal ein zweites Stück weiter vor. Und damit ist das erstmal soweit abgesichert. Hier kommt ja nachher der eine Schalter dazwischen. So, damit haben wir diese Sache erstmal perfekt für unser Schaltauto. Machen wir das mal gleich auf Rot hier alles. Und könnten jetzt hier eigentlich dann auch schon den Schaltwagen dann einsetzen. Okay, jetzt wieder zurück. Das geht schon. Na, hier brauchen wir noch ein bisschen Platz, dass wir haben ja hier genügend Platz, wir können ein bisschen vorschieben noch. Und den auch, dass hier nachher der Auslösekontakt wieder für den Kran ist. Gut, haben wir das erstmal. Als nächstes müssen wir uns den Platz hier erstmal bereit stellen, wie weit soll unsere Kohlebeladung hier gehen. Wir müssen das natürlich so machen, hier wird es ein bisschen eng. Entweder haben wir bei denen noch Platz nach hinten hier, dass der noch weiter nach hinten fahren kann. Denn mit dem wollen wir ja nachher, nee, hier haben wir keinen Platz mehr, hier ist wirklich Ende. Ja, wegen der Schiffsbeladung hier. Denn den wollen wir nachher nehmen für die Schiffsbeladung und den für die Zuchtbeladung. Machen wir das einfach mal so. Wir ziehen den mal weiter vor. So, das sollte doch eigentlich ausreichen. Mal gucken, dann fährt der bis hierhin. Ja, und hier werden wir dann die Umkehrung für den machen. So, dann müssen wir natürlich erstmal hier das hier auch alles wegnehmen. Die auch erstmal weg. Das auch erstmal weg. Den auch. Okay, und damit uns die Fahrzeuge hier nicht stören, nehmen wir die jetzt auch erstmal beiseite hier. So. Da vorne, das war das Ende. Die können wir eigentlich gleich hier lassen. Bis dahin. Und die nehmen wir erstmal komplett raus, dass wir hier mit nichts durcheinander kommen. So, das wäre das erstmal, genau. Dann können wir den Kran erstmal vorschieben.
Das wäre dann letztendlich diese Position. So, und hier machen wir gleich jetzt so, dass wir uns das mal gleich ausprobieren. Und zwar, ja, müssen wir hier drin am besten machen. Und zwar so, dass der Kran rot rinfährt und dort gleich die Umschaltung bekommt. Das werden wir hier drin machen. Hier ein bisschen Platz lassen und nehmen jetzt hier gleich einen Fahrzeugkontakt. Und zwar nehmen wir uns den, legen den hier auf und sagen hierzu natürlich Fahrtrichtungsumkehr. Und natürlich nur aus dieser Richtung. So, können wir am besten reinpacken hier. Ich glaube, das war so, wenn wir das hier schön auf die Spitze drauf haben, dann müsste das ausreichen. Probieren wir jetzt gleich aus. Und hier müssen wir jetzt natürlich dann auf Rot schalten. So, ja, mal gucken. Dann müssen wir jetzt noch den Haltepunkt noch für unsere Lok festlegen. Okay, dann sagen wir mal hier jetzt ausprobieren und geben jetzt hier mal ein bisschen Gas. So, er sollte dann eigentlich stoppen und stehen bleiben, und wenn wir, und das hat natürlich nicht ausgereicht. Es war mir fast klar, dass es beim ersten Versuch nicht hinhaut hier. Wir werden es einfach mal hier drin jetzt ausprobieren, dass wir hier das einrichten können. Das hat nicht ausgereicht, also ein kleines Stück weiter vor. Das ist das einzige Fummel, was wir hier haben. Wir könnten natürlich das auch per Lua machen, dass wir dann hier den Kranspeed einstellen. Und wir probieren es erstmal hiermit. So. Jetzt nochmal. Na, sag mal. Das haut nicht hin. Das will er nicht machen. Dann ist es doch noch ein bisschen, denke ich mal, schon zu weit nach hinten. Wir gucken mal hier. Ja, der ist ja schon da drüber hinweg. Wir machen es mal so. Das wird vielleicht dann doch eher hinhauen. Wenn nicht, dann machen wir das mit Lua. Ich war hier dann auch weiter rumfummeln hier. Ja, jetzt muss ich den, wollte ich eigentlich kriegen, ja. So. Probieren wir aus. Ja, das bleibt immer letztendlich das Geduldsspiel, was wir hier haben. Das will heute ja nicht hinhauen hier. Sonst kriegt das immer auf Anhieb gleich hin, ja. Diesmal wird ja nicht klappen. So, muss kurz davor sein. Und jetzt nochmal. Wenn nicht, dann machen wir das per Lua. Dann ist das ganz einfach. Ich war hier weiter rumprobieren. Haut nicht hin. Gut, dann werden wir dafür uns was einfallen lassen jetzt. Und das ist Kranbrücke. Ja, 002. Ja, machen wir ganz einfach, die werden wir umbenennen.
Kranbrücke 2, sagen wir einfach dazu. Nee, Kranbrücke 1, warum 2? Das ist unser erster, also werden wir damit arbeiten. Kranbrücke 2. Okay. Da ist es egal, das ist der Lurname letztendlich. So, das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich einen Speed denn festlegen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Und zwar, wo war das? Irgendwo hatten wir das doch schon mal gehabt hier. Rolling Stock Access, nee, Access war das nicht. Das war glaube ich Train Speed, ne? Das müsste Train Speed gewesen sein, okay. So, dann sagen wir mal, wo bauen wir den ein? Werden wir gleich hier hinter jetzt erstmal einbauen. Das war hier sagen, Funktion, Kran 1 Stop oder so. Genau. Kran 1 Stop. So, die Klammer nicht vergessen. Okay. Oh oh. So müssen wir sein, ja. Gut. Das wäre dann EEP. Z. Train Speed. Alles. So, EEP Train Speed. Ja, müsste richtig sein. So, dann machen wir Klammer auf und schreiben. Was will ich denn hier immer? So, Router. Jetzt müssen wir aufpassen. Kran. Brücke 1. Kran, Brücke 1. Und zwar dann Komma 0. Genau. So, und das müsste eigentlich dann gewesen sein. Aber Moment, wir müssten die in Anführungsstriche machen. Ne? Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, Anführungsstriche noch. So, Kranbrücke 1 auf 0 und dann End. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, eine zweite Funktion. Nicht dazwischen, sondern dass der fahren soll wieder mit minus 20, aber eigentlich haben wir die ja schon drin, ne? Ja, bloß die haben wir mit dem Zähler drin, ne? Und den brauchen wir ja nicht, also machen wir einfach dasselbe nochmal. Das müsste ja dann funktionieren. C. So, Kran Stop. Kran Go nehmen wir die. So, Kranbrücke 1 und dann sind das minus 20. Okay, und das machen wir in Verbindung mit dem Signal nämlich.
Ich werde mal eine Verbindung machen mit dem Signal. Und wir haben ja hier, jetzt muss ich das mal kurz beiseite, muss mal kurz mal raussehen, da, welches Signal behandelt jetzt so. Ja, machen wir erstmal kurz Dichtiges, gibt neu LAN. Fehler kriegen wir erstmal nicht dadurch, das ist gut. Dann schaltet erstmal so weit zu stimmen hier. So, und jetzt machen wir eine Verbindung mit dem Signal. Dass beide, wenn das Signal auf grün schaltet, dann kriegt er auch das Minusrennen. So, und zwar ist das Signal 427. Die 427. Genau. So, und da haben wir EEP Set Signal. Und doch. Klammer auf. 427, Komma 1. So, das würde jetzt so heißen, dass er uns also dann hoffentlich zusammen mit dem Richtungswechsel das Signal schaltet. Ja, und das werden wir uns dann einfach mal ausprobieren gleich. So, Kran Go. Kran Go immer und Kran Stop 1. Okay, jetzt müssen wir hier natürlich dann noch die entsprechenden Schalter mit einbauen. Das heißt also, wie macht man das? So, das wird ja nicht so gehen, denke ich mal. Na gut, gucken wir erstmal keinen Stop. Den bauen wir ja vorne ein. So, nehmen wir uns den erstmal und sagen dann, den schmeißen wir raus und legen dafür, kriegen wir hier nicht gebacken, ne? So, und legen dafür dann hier Soundkontakt, so wie er hier drüber ist. Das ist ja Quatsch, er fährt ja Ehren, wir brauchen ja keinen Stop zu sagen hier. Ja. Das ist ja Blödsinn. Dann können wir auch das Signal nämlich weglassen. Ja. Stop. Genau. Dann können wir auch das Signal weglassen. Ja. Das brauchen wir ja dann ja nicht. Also schmeißen wir das auch mal raus. Und machen hier Kran 1 Stop. So. Und wenn der losfahren soll, das wird nämlich dieser Kontakt sein. Das werden wir dann erstmal ausprobieren. Den werden wir auch gleich legen hier. Und das wird dann noch ein Soundkontakt sein, wo der Zug den auslöst. Müssen wir das noch benennen jetzt und natürlich andersrum, ja. So. Und das wäre dann nämlich. Na? Oje, oje. Na, mit der Ladezeit, ich denke mal, mit unserer Bastelstube ist bald Feierabend hier. Keine Ahnung. Ups, jetzt kommt er. Gut. Denn das wird immer schlechter jetzt. So, und das wäre Kran 1 Go. C.
Und das wäre dann der hier. Müssen wir nur das Signal da nochmal rausnehmen. Ja, das Signal nochmal rausnehmen dort. Und dann reicht es eigentlich aus. IP-Satzsignal 427.1, raus damit. So, und damit hätten wir immer den Stop und immer die minus 20. Also nach Adam Riese müsste das eigentlich gleich funktionieren. Damit haben wir, denn wenn es klappt, auch wieder ein bisschen eingespart. So, gucken wir uns das mal an, ob es funktioniert. Und jetzt müsste er eigentlich komplett, wenn man abfahren lassen hier, stoppen. Wunderbar. So, und lassen wir jetzt die Lok hier über den Kontakt fahren, müsste er in die Gegenrichtung eigentlich wieder losfahren. Dann probieren wir es mal mit der Lok. Kohlezug 1. Wir müssen ja sowieso noch ausrechnen, die Lok, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Und es klappt. Wunderbar. So, damit hätten wir im Grunde genommen uns ein Signal und weitere Kontakte erspart und könnten jetzt hier die weiteren Schritte machen. Jetzt müssen wir nämlich hier überall die entsprechenden Kontakte an den Waggons anlegen. Das heißt, dass unser Kran ganz genau an diesen Punkten auch hält. Und dazu müssen wir erstmal die Lok so weit ausrichten, dass das auch ganz genau hinkommt hier. Wie gesagt, hier hinten brauchen wir noch ein bisschen Spielraum, noch ein bisschen Platz. Und hier muss denn die Lok erstmal stoppen und dann kommt natürlich der Auslöser dazu noch für den Kran. So, ich denke mal, das sollte ausreichen hier. Vielleicht machen wir hier das noch ein bisschen länger, aber das müsste ausreichen. Hier ist dann der Stop drin für den Kran. Das reicht aus. Eventuell nehmen wir uns dann noch ein bisschen Kohle hier hin, dass das nachher auch passt hier mit den. Jetzt hier, da können wir den noch nehmen, dass wir hier vorne auch noch was zu liegen haben, ja, dann passt das nämlich, ja. So, okay, das warten erstmal und dann kommen die entsprechenden Haltepunkte, die wir dann festlegen. Das heißt, der Schalter jetzt, der muss auf jeden Fall dann hier drunter, so wie die Lok hier ankommt, das reicht aus. Und hier muss jetzt unsichtbares Signal hin, dass die Lok auch hier an der Stelle dann stehen bleibt. So, nehmen wir noch ein unsichtbares Signal. Oder wir können auch da eine Haltetafel hinsetzen. Das würde auch ausreichen. Dann sehen wir das nämlich auch gleich, wie die Schaltung letztendlich ist. Gucken wir mal, wo haben wir sie denn? Signaltafeln. Bei einer H-Tafel reicht ja aus. Genau. So, und die setzen wir hier ein. Und der kann ja ruhig hier direkt davor halten. Dann gucken wir mal, ob das hinkommt, dass er auch wirklich an dieser Position dann hier stehen bleibt. So, denn bevor wir diese Position nicht haben, können wir nachher die Position für den Kran, für die einzelnen Waggons nicht festlegen. So, probieren wir aus. Stecke erstmal nach hinten. Hoppala, das war natürlich hier doof jetzt. Nochmal vorschieben. Und ankoppeln. So, jetzt haben wir sie dran. Okay. Einfach ein bisschen vorschieben noch. Ja, jetzt wird er den Kran natürlich auch gleich wieder in Bewegung setzen, aber das macht jetzt erstmal nichts. Da Hauptsache, der hält den richtig an und dann haben wir auch die feste Position. Ja, das klappt erstmal gut mit dem Wagen, mit dem Kran.
können wir jetzt stoppen. Genau, der rutscht bis ran. Und das wären dann die ersten Positionen für die Waggons, die wir jetzt so festlegen können. So, den erstmal wieder nach hinten schicken wir. Da stoppt er ja. Und hier müssen wir jetzt so festlegen. Und zwar haben wir die Position, oder die hatte ich so gehalten, dass sie immer ganz nur zwischen den Wagen ist, oder so kurz dahinter. Müssen wir die ersten zwei Mal ausprobieren. Und dann geht es weiter. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Da legen wir uns die einzelnen Kontaktpunkte schon mal hin. Und dann geht es zügig weiter. Das ganze Skript kann man ja nachher übertragen, aber erstmal müssen wir hier die ganzen Schaltungen dafür vorbereiten. Okay, das war's erstmal. Tschüss, sagt euch damit. Wolle 158. Bye, bye.